Ich stehe neben dir, du Idiot. Ah, stimmt, meine Waffe war ja nicht mehr gebrauchsfähig. Jetzt allerdings schon. So. Kacke, solange es so viele sind, kann ich nichts machen. Bitte nehmen Sie das. Sie haben mir das Leben gerettet. Oh, wie weit bin ich von der Stadt gespawnt? Natürlich ewig weit weg. Auf der anderen Seite des Hügels, ja? Wirklich? Eigentlich wollte ich ja Dirty Bomb zocken, aber der Matchmaking-Modus ist in Wartungsarbeit. Supergeil, das einzige Spiel, wo ich momentan richtig Bock drauf habe. Und es geht nicht. Frisst er da an meiner Leiche? Ach, hier ist ein Dicker, ist auch noch dabei. Ich würde gerne trotzdem hier reinkommen. Fenster sind natürlich alle vergittert. Was sonst? Das war natürlich dumm. Escape. Wie viele sind denn das hier? Er lebt immer noch. Ja, ja. Halte ich auch nun so fest. Warum auch? Manchmal ist echt bekloppt, ne? Richtig nervig. So, wo ist Ihmchen mit seinem Hammer? Verschwunden die Bus. Gerade noch da, hä? Was ist zum Ghost oder was? Kann mir das noch nicht erzählen. Großartig. Da haben sich die Entwickler wieder was Geiles einfallen lassen, um die Leute zu foppen. Guckt hier jemand lautstark Fernsehen. Kann ja nicht sein, in Zeiten der Zombie-Apokalypse. Aus die Maus. Jetzt ist ja Ruhe im Karton. Was?
Ich dachte schon, hier drinnen wäre einer. Süß. Mr. Karotti oder was? Ja. Komme ich hier eigentlich irgendwie raus oder muss ich wieder durch die Eingangstür? Nee, wieder durch die Tür, ne? Stehen wahrscheinlich schon wieder 20 Viecher bereit. Naja. Dachte ich mir. Kommt mal durch die Tür. Zack. Nächster. Zack. Oh ja. Ich höre schon Mister. Alle veräppeln? Muss da noch einen anderen Ausgang geben? Ich habe mal gar keine Böcke drauf. Es gibt natürlich keinen. Dachluke habe ich auch nicht übersehen, oder? Nee. Kappe. Boah, er wieder. Vielleicht reicht's ja. Ich renn einfach vorbei. Hallo. Warum nicht gleich so? Was sind das eigentlich für Hallos? Das ist ein Grafikbug. Von hinten anschleichen oder was? Versuchen. Was ist denn das immer? Soll das so sein? Okay, hier oben steht's. Ich muss noch. Ah ja. So. Nachdem wir das hier ja wieder geschafft haben. Ich brauch mal. Habe ich keine anderen Waffen mit? Im Ernst? Soll ich verarschen, oder? Das
gibt's nicht. Wie kommen die denn hier hoch? Ich habe wirklich keine andere Waffe mit. Das ist nicht zu fassen. Davon abgesehen, dass mein Inventar voll ist. Muss ich die gute Shotgun-Munition verwenden? Hallo Kind, ich helfe dir. Ja, der Nerven. Ey, was zum Geier? Immerhin habe ich das scheiß Kind getötet. Verkauft mir der Typ da hinten auch Waffen? Zeigt mir übrigens immer noch zwei Punkte an. Hoffentlich hat das einfach nicht gespeichert. Bilanz, schon zweimal gestorben. Ich bin echt stolz auf mich. Ich wette, er verkauft keine Waffen. Oh, er hat nur Scheiße. So klar. Crane, Crane. Der Mann, über den alle reden. Sie helfen den Einheimischen, sie helfen den Kindern und niemand scheint zu wissen, warum. Aber es spielt auch keine Rolle. Solange dabei etwas Gutes herauskommt, stimmt's? Wahrscheinlich wissen sie es nicht, aber es gibt einen Grund, warum die Kinder bei den Behörden aneckten. Bevor die nicht autorisierten Religionen verboten wurden, gab es diese speziellen Feierlichkeiten. Sie haben mich immer fasziniert. Sie opferten Tiere, Crane. Selbst nach all diesen Jahren finden sie wahrscheinlich noch eingetrocknete Blutflecken auf den Altarsteinen. Aber es war kein Gemetzel. Nein, es war ein anmutiger Akt. Sie gingen behutsam vor. Es war wunderschön. Ich glaube, ich weiß, es ist wunderschön, ein Tier zu opfern. Aber sie waren nicht dabei. Ich bin Jäger, Crane. Ich weiß, wie man Tiere respektvoll tötet. Und genau das haben sie getan. Ich habe ihnen immer das beste Wild gebracht, das ich finden konnte. Und als sie mich bezahlen wollten, bat ich sie nur darum, den Feierlichkeiten beiwohnen zu dürfen. Natürlich würde ich jetzt im Augenblick alles Geld der Welt geben, um noch einmal frisches Fleisch zu schmecken. Interessant, wie Prioritäten sich verändern, nicht wahr? A nice story, Bro. Bitte stören Sie mich nicht. Ich bete. Bin schon den ganzen Tag hier. Shit! Hey, schon okay. Ich wollte Sie nicht stören. Es ist nicht okay. Mein Bruder, dieser Idiot. Er ging nicht zum Friedhof, verschlief im Heu. Ich wusste es nicht, wachte auf, ganz allein. Und sie erwischten ihn. Verdammte Infizierte. Er hat Tradition nie ernst genug genommen.
Aber wer hat das schon? Altweibergeschichten. Aber die Mutter zeigt es uns, dass Traditionen respektiert werden müssen. Und jetzt ist mein Bruder tot. Nun muss ich mich seiner Seele annehmen, sicherstellen, dass der Wind sie zur Sonne geleitet. Das mit ihrem Bruder tut mir leid. Mir noch viel mehr. Und ich habe noch einen Bruder, der noch lebt. Also, lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss jetzt für ihn beten. Sehr netter Typ. Stottert mir die Ohren voll. Gibt es denn noch irgendeinen Händler? Kann mich schlecht die ganze Zeit mit der Waffe durch die Gegend ballern. Hier bin ich. Eigentlich müsste es doch überall, wo ein Safehouse ist, einen Händler geben. Jetzt muss ich die Knüppelze auch noch besuchen. Aber hier gibt's nichts, oder? Bitte lass es hier einen Händler geben. Ist einfach nur ein Bett. Geil. 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 Also doch zu Yasir. Oder zu dem... zur zufälligen Begegnung. Was tut man nicht alles, um sich einfach nur Weg zu ersparen? Gott sei Dank hat er keine Waffen. Großartig. Hilfe! Helfen Sie bitte! Sie wollen diesen Heiligen auf... Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Fremder uns helfen würde. Bitte nehmen Sie meinen Segen an und dieses Geschenk. Warten Sie auf die Ankunft des Gottes der Sonne und glauben Sie, ja, das ja. Ist mein Rat für einen Freund. Gab's da nicht immer eine Sonnenmaske, irgendwie was? Scheinbar nicht. Der hat nicht eine Waffe, die haben bestimmt nur Bleirohre oder sowas, wa? Gesehen davon, dass die Waffen scheinbar verschwunden sind. Schön. Also doch sicher sie ja. Ist ja nur ein Katzensprung mit dem Buggy.